Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mode- und Umweltbelastung. Auf den ersten Blick sieht man da nicht unbedingt einen Zusammenhang. Und doch werden beim Anbau und bei der Verarbeitung von Baumwolle in der Regel mehrfach Chemikalien eingesetzt. Etwas anders sieht das aus bei den Naturalleintextilien von Coop. Die Baumwolle für diese Textilien stammt aus integrierter Produktion. Das Verfahren schreibt möglichst wenig Pflanzenschutzmittel und Dünger vor. Pflückt wird von Hand, was chemische Entlaubungsmittel überflüssig macht. Und Formaldehyd oder andere chemische Mittel kommen bei dieser Verarbeitung gar nicht zur Anwendung. Weil das Färben von Textilien normalerweise ebenfalls belastend für die Umwelt ist, hat es am Anfang des Naturalleinprojekts nur ungefärbte oder bleichte Textilien gegeben. In der Zwischenzeit hat sich aber auch das geändert und die Naturalleinkollektion ist farbig geworden. Möglich ist das dank neuen, schwermetallfreien Textilfarbstoffen, die inzwischen entwickelt worden sind. Jetzt ist die neue Naturalleinkollektion in unseren Läden. Fröhliche und bequeme Sommermode, in der werden Sie sich bestimmt wohlfühlen. Naturalein hat den Weg frei gemacht für eine Mode, die sanft zur Umwelt und zu ihrer Haut, aber trotzdem bunt und attraktiv ist. Sie lässt sich wunderbar kombinieren und für beste Verarbeitung und Langlebigkeit übernehmen wir mit dem Signet Garantie. Und die Garantie für ein gutes Rezept übernimmt jetzt wie jede Woche meine Kollegin aus dem Kochstudio. Wenig Vorbereitung, wenig Zubereitung und trotzdem überraschend, das ist das heutige Rezept und darum ideal, wenn Besuch kommt. In frische oder auftaute Poulet-Brustschnitzel mit einem scharfen Messer der Länge nach eine Tasche schneiden. Dann innen und aussen mit Pfeffer, Curry und Salz würzen. Ananasscheiben in dünne Stifte schneiden und sie im Öl kurz anbraten. Sojasauce, Essig und Sherry beifügen, Ingwer dazu raffeln, mit Curry würzen, einkochen und abkühlen. Während dieser Zeit den Reis im Salzwasser gar kochen, abtropfen und einen Esslöffel Mohnsamen drunter mischen. Poulet-Brüstchen füllen und mit 2 bis 3 Zahnstocher gut verschliessen. Dann zuerst im Mehl, nachher im Ei und in geraspelter Kokosnuss wenden. Und bei mittlerer Hitze in der Bratpfanne in einem Esslöffel Erdnussöl auf jeder Seite 6 bis 8 Minuten braten. Dann können Sie die Poulet-Brüstchen mit süß-saurer Füllung mit dem Mohnreis und eventuell an einem Salat servieren, ohne dass Ihre Gäste lange auf Sie warten müssen. Auch das Rezept steht wieder in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Süß-sauer ist heute im Studio gekocht worden. Süß, aber gar nicht sauer, ist der Blick ins Markenfenster. Dort haben wir als erstes am Morgen um 9:30 in der Schweiz. Einfach mal tief durchschnaufen. Ruhig mal etwas auf die Seite legen. Einmal abschalten. Knoppers. Frisch und knusprig backen. Knoppers. Der Knusperzmini. Was hat Toblerone genommen, was andere nicht haben? Ist es die feine Schocke? Ist es der Honig? Oder sind es Mandeln? Ist es, weil sie so knackig ist? Und widerspenstig? Und trotzdem auf der Zunge vergeht? Oder ist es einfach der Genuss? Toblerone. Und im Mund geht's rund. Knoppers und Toblerone, 2 Produkte, die einem den Tag so richtig versüssen. Und was Ihnen das Posten versüsst, kommt gerade anschliessend die Aktionen von Coop. Das Körbli Eperi aus Italien zum Beispiel kostet nur 1,90. 5 Toblerone kommen Sie über für 5,95. Und 6 Liter Coop Eistee Classic gibt es für 3,30. Außerdem offerieren wir Ihnen ein T-Shirt und Bermudas für Kids für nur 19 Franken. Und da noch der Coop-Preisabschlag. 1 Kilo Coop Weissmehl kommen Sie von jetzt an über für nur 1,90. Der Chef des Coop-Restaurants offeriert Ihnen diese Woche besonders feine Lasagne Verdi Alfredo für nur 8,50. Wenn Sie Ihre Geranie vom letzten Jahr nicht haben können überwintern, wenn Sie alte Pflanzen müssen ersetzen oder neue Wetten dazukaufen, dann dürfen Sie das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch auf keinen Fall verpassen. Bis dann also, auf Wiedersehen.